Willkommen am Stand der Zofiger Tagblatt AG, Radio Inside, Regiolife TV und der ISP Küchen AG. Grüezi miteinander, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu «Du Promi, du Cook» Selektion. Heute haben wir für Sie Spitzenköche aus der Region eingeladen, die für Sie hier werden ganz tolle Rezepte zum Besten geben. Ich möchte Ihnen jetzt unsere drei Kandidaten gerade vorstellen. Es ist kein geringerer. Begrüßen Sie mit einem grossen Applaus den Hannes Baume von «Bim Baume Zwicken». Hallo miteinander, grüß dich miteinander. Hallo Hannes. Hallo. Nachher der Bruno Lustenberger von der «Krone Zarbig». Und dann haben wir den Walter Glor. Walter, mach mir nicht meine Sendung zur Sau vom Federal. Walter, wir müssen gerade reden. So nicht. So nicht? So nicht. Okay, gut. Gell? Also kannst du meine Shorts nehmen und kannst da gerade selber kommen. Nein, weil du hast ein ganz verrecktes Dessert mitgenommen heute. Sag, was machst du uns? Keine Ahnung. Ein flüssiger Schokokuchen. Ein flüssiger Schokokuchen? Ja, so steht es im Programm. Genau, so machen wir heute. Wir machen einen flüssigen Schokokuchen. Und der geht so 12-13 Minuten zum Backen. Und das wird eine lustige Sache für euch, so alle im Publikum. Das Publikum darf ich auch probieren am Schluss. Genau. Das hast du auch schon versprochen. Wunderbar. Noch einen herzlichen Applaus unserem Walter Groh. Bruno, du machst die Hauptspeise. Was gibt es bei dir heute Feins? Bei mir gibt es einen Hirschrücken, Spätzli, Rosenkohl mit ein bisschen Rosenkohl mit ein bisschen Chinakohl dazu und ein bisschen Wildgarnitur. Und auch fürs Publikum zum Probieren. Selbstverständlich. Ist das nicht etwas für euch? Ja. Hannes, du machst die Vorspeise. Jawohl. Und du hast auch Fleisch dabei. Jawohl. Ich mache ein Ricarpaccio an einer süßen Ahornvinaigrette mit ein bisschen Kräutli. Ich mache etwas Kaltes, weil ich halb frei und ich will nicht so viel arbeiten. Hey, das haben wir Freude. Danke vielmals. Ihr seid schon voll dabei. Jetzt, Bruno, du hast ja heute noch gearbeitet, gell? Du bist gerade springen vom Restaurant. Was hast du heute noch gehabt? Ja, ich hatte noch ein Bankett gehabt und komme gerade aus der Küche. Ja, du bist schon aufgewärmt. Genau, so ist es, ja. Ich habe jetzt auch gesehen, du hast schon recht viele Sachen vorbereitet. Jawohl. Das ist natürlich auch damit zu tun, dass du nicht so viel Zeit hast. Aber das ist auch ein wichtiger Bestandteil, auch in deiner Profiküche, dass du immer gut vorbereitet bist, der Gast nicht lange warten muss. Das ist so, das müssen wir natürlich machen, weil wenn wir das hier alle Minute zubereiten, hätten wir vielleicht etwa 2-3 Stunden und die Zeit haben wir ja nicht. Genau. Und darum habe ich hier ein paar Komponenten schon vorbereitet, aber das Essentielle machen wir natürlich schon jetzt hier. Jetzt bist du am Fleisch, was gibt das da? Das ist der Hirschrücken, den tun wir jetzt kurz anbraten. Ich habe den portioniert, damit es nicht zu lang geht, damit wir nicht überziehen. Ich anbraten den anbraten und tun ihn nachher in Heißluftofen rein bei 100 Grad. Wie lange bleibt er nachher im Ofen? Ungefähr 20 Minuten. 20 Minuten. Also, dann lassen wir dich gerade das Fleisch machen, damit wir das dann pünktlich fertig haben. Walter, du hast hier schon Jockey mit einem Bain-Marie geschmolzen. Was ist da noch reingekommen? Da kommt noch Butter. Das sind 250 Gramm Jockey, dunkle Jockey und 250 Gramm Butter. Das tun wir jetzt verschmelzen und dann tun wir das mit dem Ei mischen nachher und ein bisschen Mehl. Und so förmlich, die ausschmisierten Förmchen mit Butter und Zucker ausschmisiert und dann einfüllen und backen. Eben, du hast ja gesagt, du machst einen flüssigen Schokokuchen. Genau. Das heisst, den kannst du nicht rausnehmen nachher heben. Das ist wie eine Schokocreme in dem Fall. Das ist aussen backen und dann ist es einfach noch flüssig im Zentrum. Ah, mit einem Schokoherz. Also, ich lasse dich weitermachen. Hannes, du bist am Zwiebeln schnetzen. Jawohl. Gibt es da eigentlich einen Tipp, was man macht, damit man keine Tränen überkommt? Ja, also die Routine, sag ich mal. Also, und durch Maulschnaufen macht auch noch etwas aus. Durch Maulschnaufen? Jawohl. Okay. Wenn man die Nase schnauft, das ist ein bisschen heikler, dann geht es noch etwas schneller. Aber was wichtig ist, schneiden die Zwiebeln immer, schneiden, nicht hacken. Wegen? Es kommt der ganze Saft raus, die Aromastoffe gehen verloren. Kaufen dann so ein Messer, die kosten nicht viel. Könnt ihr lang brauchen, wenn ihr sie ein bisschen abzieht, zwischen die geht das wunderbar. Und die sind erst noch schneller, als wenn ihr sie hackt. Also gehackte Zwiebeln haben mehr, also geschnittene, so muss ich sagen, haben mehr Aroma wie gehackt. Bei allem so. Du tust eigentlich sehr wenig hacken selber. Also Kräuter, die hackst du schon? Ja, eigentlich auch nicht. Wenn man sie genug fein schneidet, von Anfang an geht das auch. Also man sollte mehr schneiden als hacken. Du hast ein Restaurant. Jawohl. Auszeichen mit Gourmio-Punkten. Jawohl. In Wiken. Sag jetzt mal, was ist für dich so ein spezielles Rezept? Muss das besonders ausgefallen sein oder was macht das aus?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also, es gibt verschiedene Sachen. Ich sage jetzt hier, können wir etwas, was man sonst eigentlich nicht so macht, das Carpaccio von Wild. Das könnte man eigentlich weniger. Es gibt aber auch Sachen wie ein Kuttlen oder ein Kalbskopf, die ich auch sehr gerne koche, die die Leute auch gerne haben, die Sachen sind, die etwas vergessen gehen. Also mit Kuttlen kann man noch Gourmet-Punkte holen? Kann man durchaus auch. Ja. Also, Schmoren, Kochen, das ist alles zusammen, gehört dazu. Also, das sind die Grundsteine eigentlich von der Küche. Und du bist auch einer, der sehr regional kocht? Oh ja, gerne mit Produkten aus der Region. Toll. Wenn sie gut sind. Toll. Walter, du bist auch ein ausseitender Spitzenkoch. Sag mal, was ist dein Erfolgsrezept? Gute, ehrliche Küche, regionale Produkte. Nicht zu viel Schnickschnack, einfach geradeaus und den Geschmack lassen, wie man im Fleisch oder im Gemüse oder in den Produkten haben. Und wie bringst du das hin? Weil irgendwo durch hast du ja eine Zeitvorgabe, der Gast will sein Essen. Du willst möglichst schonend können damit umgehen können. Wie findest du die Balance? Ja, wir machen alles frisch. Alles frisch, ja. Hey, Arbeitsset, ja. Dann ist die Jockey ganz frisch heute Morgen extra produziert. Extra frisch gemacht. Wahnsinn, Wahnsinn. Butter an. Ja, genau. Bist du noch Kühe melken am Morgen? Genau. Du noch hast geschlagen. Hey Bruno, bei dir brutzeln zum Matsch. Jawohl, ich bin hier am Anbraten von dem Hirsch. Wow. Der kommt jetzt gerade in den Ofen rein. Hier habe ich schon das Gemüse vorbereitet. Das tun wir nachher anziehen. Es geht etwas. Von wo kommt der Hirsch, weisst du das? Ja, der kommt aus dem Gäu. Nein. Ja, definitiv. Gestern noch frisch, durch den Wald spaziert. Nein, das hat nicht ganz frisch sein. Den müsste ich schon noch ein bisschen abhangeln. Gestern noch ein Weibli gesucht im Wald von Gäu und dann hat es geschossen. Aber so ist es. So ist es, ja. Jetzt müssen wir mal für das Publikum. Wie sieht es eigentlich im Publikum aus? Hättet ihr Durst? Ja, nein, ach so. Ah! Ja, nein, das tönt für mich nicht nach Durst. Das tönt für mich nach einem netten Jubel. Ich habe euch gefragt, ob ihr Durst habt. Ja! Also, für euch alle im Publikum gibt es jetzt ein Güppli. Der Jean Gonzoli von der ISP-Küche kommt schon zu rollen. Voilà! Ja! Ach, wie blöd für die, die rund aussen gestanden sind. Oh nein! Aber ihr könnt ja zuschauen, es prickelt sicher. Für die Köche haben wir auch noch ein Güppli natürlich, oder? Wunderbar. Hey Bruno, ein Schlücken in Ehren kann niemand verwehren. Genau, kann ich brauchen, so gegen die Nervosität und gell, so. Gell? Mal sicher. Mal. Danke dir vielmals. Merci. Zum Wohl, Walti. Danke vielmals. Herren. Bruno, zum Wohl. Super. Alti. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl miteinander. So, ein Schluck und schon weiter geht's. Jawohl. Der Hirsch ist schon im Ofen. Hirsch ist im Ofen. Hast du gerade mit der Pfanne reingestellt? Ja, der Ofen hat ein bisschen weniger Hitze, wenn er das Rad zeigt. Das ist ein bisschen das Problem. Und damit wir das ein bisschen kompensieren können, tue ich einen Moment mit der Pfanne, nehme noch eine Pfanne raus und tue ihn noch. Ah, spannend, spannend. Ja. Jetzt hast du hier Röselikohl, aber angeschnitten. Jawohl. Den habe ich geschnitten und hier mit ein bisschen Chinakohl, den tun wir andünsten hier. Wow. Ganz kurz und dann nehmen wir ihn raus und tun ihn. Hey Leute, schaut mal, wie das zackig geht bei so Profis. Gebt ihr noch einen Applaus, kommt! Ja! Hannes, du hast jetzt die gehackten Zwiebeln mit dem Schnittlauch. Ja, ein bisschen Kerbel. Jetzt hast du gerade gesehen, den Basilikum habe ich noch vergessen. Den tue ich dann noch rein. Ja. Salz, Pfeffer und Ahornsirup mit Olivenöl und Balsamico vermischen. Spannend, ein Ahornsirup. Man hört das immer mehr, so Sirup in die Speisen nie geben. Ja, also Wild hat ja gerne Süße, das mag es gut verleiden. Aha. Ich denke, das passt hervorragend. Ist auch ein schönes Dressing für einen Rucola-Salat oder so, der etwas bitter hat als Gegenpol. Oder es ist, alles macht Freude so. Ich habe noch gerne selber ein bisschen Süß. Es haben nicht alle gerne Süß. Aber die gerne Weinbeeren, den Leberwurst haben, die haben das auch gerne. Jetzt beim Fleisch. Da hört man ja immer, nimm das frühzeitig zum Kühlschrank aus. Das muss können ruhen, bevor es in die Pfanne geht. Wie machst du das? Du bratest es zwar nicht. Ich tue es nicht braten. Nein, das muss man nicht frühzeitig zum Kühlschrank ausnehmen. Das Einzige, was ist, ich sage, wenn es ein bisschen Raumtemperatur hat, es hat natürlich schöner, geht schöner an Kernpunkt. Okay. Aber heute, wo wir das ein bisschen abstehen, verteilt sich die Wärme eigentlich sehr gut. Okay. Bruno, bei dir sind jetzt gerade vier Pfannen gleichzeitig getroffen. Da das haben ist mein Nachteil, den ich habe, weißt du? Ich habe sieben Hauptgang. Komponenten und muss halt da das ein bisschen füllen. Da hast du flüssigen Zucker drin. Jawohl, das Karamell. Ist Karamellzucker. Gut. Dann machen wir nachher natürlich die Kastanien glasieren. Kastanien. Da haben wir kleine Äpfel, die noch dazu kommen. Da ist schon die Soße parat, Brotensauce. Genau, das ist Brotensauce. Da kommt dann noch ein bisschen Portwein rein zum Verfeinern. Ja.
Und da machen wir jetzt ein Spätzli. Aber weißt du, Bruno, jetzt verstehe ich auch, warum du immer so schnell schnorrst, wenn ich sehe, wie schnell du kochst. Ja. Hey Walter, du tust jetzt hier gerade die Förmchen einfetten. Jawohl, mit genau. Flüssiger Butter. Und dann mit Zucker ausmisieren. Ja. Da muss man wahrscheinlich schauen, dass man nicht zu viel Butter rein tut. Genau. Und sonst gibt es einen weißen Rand. Genau. Richtig. Tust du die am Schluss stürzen? Oder ist die stürzen wir am Schluss. Eben ja. Drum. Die müssen haben, die müssen 12 Minuten hoffen, dass sie wirklich da haben. Jetzt gibt es immer das Problem mit dem Schokoschmelzen. Was ist das Geheimrezept, damit es im Wasserbad funktioniert? Darfst du nicht kochen, oder einfach schmelzen langsam. Es darf nicht kochen. Ja, langsam. Okay. Langsam schmelzen, oder? Und dann noch ein bisschen Butter und dann geht das schön flüssig in Ambiente. Schön und dann kommt eine schöne Konsistenz über. Muss das Töpfchen am Wasser ankommen? Nein, nein. Nicht. Nur der Dampf muss hochkommen. Und okay, also es muss langsam gehen. Genau. Wir brauchen Geduld für genau. Das. Du hast noch eingeschlagen für? Das ist fürs, da kommt jetzt Schoki, kommt dann da rein mit ein bisschen ganz wenig Mehl. Ja. Und dann fülle ich sie in die Förmchen, ins auszuckerte Förmchen. Deier hast du alles gerade ganz frisch drin. Genau, frisch, ja. Super. Ja. Ich bin der Einzige, der nur ein Gericht machen kann. Weißt du, Bruno, der muss mit vier Sachen arbeiten. Das ist, er ist einfach ein Profi, oder? Multitasking. Ich bin von uns drei bin ich der schlechteste Koch. Und dann hat er gesagt, dann kannst du wenigstens den Hauptgang machen, wenn du schon nicht kannst, oder? Sind sie nicht schuld. Genau. Hey, das ist auch gut. Der Walter kann jetzt hier die halbe Stunde Förmli fetten und du genau. Stressst ja, schon ja. Mal. Das ist genau. Gell? Ich schaue, ob er es richtig macht. Ja, gell? Ja, hast du nicht im Auge. Hannes, du bist so eine stille Natur, gell? Ja, du schnarchst nicht gerne beim Kochen. Das ist. Das haben Trauenschnörer mehr beim Kochen als Mann. Ist das so? Nein. Das können wir dir gar nicht sagen. Nein, wir reden eigentlich grundsätzlich nicht so viel beim Kochen. Das ist so. Ist so. Ja, das muss ein bisschen selber laufen. Weil während dem Service wird annonciert, dann muss man hören. Und wenn alles miteinander kommt, das nicht gut. Magst du dich noch zurückerinnern, wo du den ersten Gumio-Punkt bekommen hast? Ja, das ist schon ein Moment, seit etwa 20 Jahren. Jubelt man da oder denkt man auch, nein, jetzt habe ich noch Druck? Wie soll ich jetzt sagen? Am Anfang habe ich lange gewehrt gegen die Punkte. Wegen? Und ich, ja, einfach die zusätzliche Belastung, sage ich mal. Gell? Es bindet einmal an Betrieb, man kann nicht mehr so viel fort, obwohl ich gehe gleich öppe. Mit den Preisen hast du auch noch müssen? Ja, das habe ich nicht einmal so gemacht. Nein, Bägel verrufen als günstiger. Nein. Walter, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du den ersten Punkt bekommen hast? Ja, das war eine fantastische Sache. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und das sind schöne Momente, ja. Das glaubt man sich. Glaubt er. Wie ist das jetzt eigentlich? Weißt, ich komme ja Jahr für Jahr wieder die neue Bewertung raus. Und oftmals denkst du mal, vielleicht einen halben Punkt weniger. Fuchst du das? Habe ich noch nie gehabt. Ist immer nur Opsi. Ja, Opsi oder gleich geblieben. Und dann bist du zufrieden? Konstant, das ist gut. Konstant ist immer gut. Okay. Oh. Aber wie, trotzdem, es nimmt es mich zu Wunder, weißt du, gehst du auf einmal anders in die Küche, auf einmal hast du die Gourmet-Punkte, denkst du, oh, jetzt wird noch etwas erwartet. Irgendwie kannst du nicht unbeschwerter kochen ohne Punkte. Nein, ich habe 14 Punkte und bei 14 Punkten kannst du noch unbeschwert kochen. Sag auf, geben wir mal einen Applaus, 14 Gourmet-Punkte, Walter Grob. Ja. So. So, Bruno, wie sieht es aus? Du hast wenn hätten wir. Ja, also wenn wir jetzt mal auf die Uhr schauen, würde ich sagen, noch etwa 10-15 Minuten Maximum. Dann müssen wir Gas geben. Lass jetzt mal, du hast ja noch eine Kegelbahn bei dir, Zahn. Jawohl. Wie sieht das aus? Du hast manchmal noch ein bisschen kegeln zwischen. Nein, nein, ich muss eingestehen, ja, vielleicht schon 10 Jahre keine Kugel mehr hindern geht. Ah, du tust nur heuschen. Ja. Du, sag mal, wie findest du eigentlich die ISP-Küche? Tipptopp, perfekt. Mehr Bedurchsage ist angesagt. Nein, aber wir sind jetzt erst mal da. Wir haben keinen Probelauf, nichts gemacht. Wir sind wirklich live gekommen. Und funktioniert. Und es funktioniert und sogar der Herd funktioniert. Und die Franke-Abdeckung, ganz ehrlich, ist das Highlight. He? Ja, ist schön. He? Und ja. Vor allem, was sie ist, was gut ist, man kann heiße Sachen draufstellen, es passiert zack, nicht. Zack, zack, geht ja. Das. Ja. Nein, ist also gut und sehr pflegeleicht, also das ist wirklich wie ist das, kochst du mit Gas bei dir? Ja, Gas und elektrisch. Und beides, beides in der Küche. Ist man schneller mit Gas? Ja, es geht. Heute geht. Mit der Induktion ist es natürlich gerade so schnell. Hannes, wie sieht deine Küche aus? Gas, elektrisch und Induktion. Induktion, das Zauberwort, schnell Wasser aufkochen. Es ist, ja, es tut viel vereinfachen. Ja. Also sagen, für Sachen anzubraten, Leberli, Schnetzelte und so weiter, ist man einfach viel schneller. Sonst hat das immer daher blockiert. Wir müssen warten, bis die Pfanne heiß ist. Geht einfacher, es ist ein bisschen stressfreier geworden. Jetzt, wenn man ja jeden Tag frisch kochen ja. Dann musst du einmal ein bisschen für Gäste kommen. Wie machst du die Berechnungen? Dass am Schluss nicht zu viel vorführen. Ja, am schönsten ist, wenn es ausgebucht ist, dann ist die Rechnung schnell gemacht. Nein, im Großen und Ganzen sind ja nicht Sachen, die am gleichen Tag verderben. Ja. Und ich habe das Glück, dass ich über die Wochen eigentlich immer ziemlich regelmässig arbeite.
Ich empfehle sehr viele Sachen. Bei mir essen die Leute eigentlich primär das, was ich am Tisch gehe, empfehle. Und so kann ich die Sachen auch gut brauchen. Du gehst ja höchstpersönlich, kann ich mir das Menü vorstellen. Ja, ich gehe selber empfehlen und selber Bestellung aufnehmen. Es gibt die schöneren Bestellungen. Toll. Wir glauben es uns mehr, als ihr serviert möchte. Also, wir gehen noch eine Stunde. Der Hannes Baume macht Vorspeise, und zwar ein Re-Garbaccio an einer Ahorn-Vinaigrette. Du hast bereits Schnittlauch geschnitten, ja. Zwiebeln geschnitten, du hast Ahornsirup drin, dann kommt Basilikum drin. Und jetzt bist du das Garbaccio schneiden. Aber Pfeffer, das Garbaccio muss es nicht ganz, ganz dünn sein. Ich habe es fast lieber, wenn es ein bisschen dicker ist. Das ist fast wie ein Chinoise. Ja. Wenn ein Chinoise so dünn ist, ich habe das nicht gern. Das ist Spön, da hat man nichts vom Fleisch. So darf das gut geschnitten sein. Da hat man auch etwas vom Fleisch, man hat einen gewissen Geschmack und es zieht weniger Wasser. Wenn man es ganz dünn schneiden will, muss man es meistens gefroren schneiden und das ist eigentlich auch scharf fürs Fleisch. Und Reh kann man immer mit gutem Gewissen auch roh essen? Das ist ja so, ja. Also die Rehe sind ganz sicher gesund. Ja. Weil sonst würden sie sterben. Nein, das ist gut. Das Problem. Um die Welt herumgefahren sind. Ja genau, das Reh sollte einfach nicht um die Welt herumgefahren sein. Also, das ist schon, nein, ich sage, kauft Wild aus der Region. Ja. Dort schauen bei einem Jäger oder es gibt verschiedene Metzger. Ich kann euch die Adresse geben, wenn sie sonst nachher einmal wollt. Weil da habt ihr frisches Fleisch. Und ihr wisst, wie alt das ist. Wenn ihr etwas habt von Österreich, ich will nicht fluchen über die Österreicher reden, das sind die gleichen Kreaturen, wie wir auch haben. Aber dort weiss man nie, wie lange ist es da gelegen, wie lange ist es im Schlachthaus gewesen, wann haben sie es vakuumiert. Und dieser Weg habt ihr eine Gewissheit. Ihr könnt auch die Jäger anfragen, die Jäger verkaufen euch sehr gerne wollt. Dort müsst ihr einfach ein Ganzes oder ein Halbes nehmen. Gut, das ist aber echt viel, wenn auf das Ganze im Keller hängt. Es geht noch, das mag man. Bruno, wir tun bei dir rekapitulieren. Ja. Du machst einen rosa bratenen Hirschrücken an einer Portwein-Soße auf China und Rosenkohl mit hausgemachten Spätzli. Genau. Wow. Das ist ein Mega-Menü. Wie lange braucht der Hirsch noch? Der hat jetzt 43 Grad, ich habe gerade geschaut. Ah, nur 43 Grad? Hat er jetzt. Ja. Keine Temperatur. Gut. Der muss auf 55 Grad. Auf 55, das heisst, also wir sind schon im Endspurt, kann man sagen. Ja. Spätzli ist gut. Spätzli hast du heute in der Küche noch frisch gemacht? Die habe ich daheim gemacht. Hast du selber gemacht oder hat Betty Bossi geholfen? Nein, selber gemacht, aber das hat nicht gelangt für die Zeit. Dann wären wir morgen noch da. Hey, aber schau mal, wie hübsch das Gemüse aussieht. Okay. Das tun wir dann noch ganz kurz auf die Wärme, aber ich will nicht, dass es fest durchzieht. Gut. Also, jetzt wollen wir ja mal geschwind noch so einen kleinen Zwischentest machen. Jetzt brauche ich noch einen Löffel. Wo haben wir Löffel? Da haben wir ganz viel. Weißt du, wir müssen auch mal die Leute fragen, ob die das gerne haben, was ihr da macht. Wenn wir mal Spätzli mitnehmen? Ja, sie sehen super aus. Wer will mal Spätzli probieren? Da. Sie dürfen. Wie heißen sie? Claudia Gabertüller. Schwiegermutter macht eigentlich die Claudia. Beste. Ah. Die Schwiegermutter mich die Bessere. Die Beste. Und die sind jetzt? Die kommen dran her, Bruno. Gerne Bruno einen Applaus. Merci. Ja. Danke vielmals. Hey, die Schokosauce, Walter. Schau mal. Was ist jetzt da noch dazugekommen? Das Ei hast du vermischt mit der Schokosauce? Das Ei, Mehl, Teier, Schoki, alles ist jetzt hier zusammen. Jetzt füllen sie ab und dann gehen sie in den Ofen. Jetzt wird das backen. Wie viel Grad? 180 Grad, 12 Minuten. 12 Minuten, 180 Grad. Da tun wir sie rein. Dürfen wir da schon ein bisschen schnausen? Ich nehme das schnell mit. Ich putze es nachher ab. Ja, kein Problem. Aber warte, ich nehme so eins mit, dass es nicht tropft. Wer will eine Schokosauce probieren? Hier, die Kinder. Hä? Hey, schau hier. Und, wie findest du? Sie sind ganz gut. Walter, du kommst einen Applaus über für die ganz gute Schokosauce. Die Maroni hast jetzt du hier im Karamell drin. Wie lange bleiben die dort, Bruno? Ja, die sind schon vorkaramellisiert, die tun wir jetzt nur noch ein bisschen ziehen. Gut, aber das heisst, die tut man in einem Karamellbad innen ziehen. Genau. Wie lange dauert das? In der Regel? Ja, das geht ein paar Minuten. Ein paar Minuten. Dann kann man daheim ohne weiteres machen. Jawohl, ja, genau. Nimmst du da schon vorgekochte Maroni? Ja, ich nehme in der Regel tiefgekühlte. Also man kann natürlich frische nehmen, können die von Grund auf machen. Aber mit der tiefgekühlte hat man gewährt, dass man es immer hat und hat eigentlich auch gute Qualität. Da hast du noch Äpfelringli gemacht. Genau, ja. Wunderbar. Da hast du ein bisschen Zuckerwasser drin. Genau. Schön passiert, ja. Super. Die haben wir so weit gemacht und so, jetzt so schnell. Stand der Dinge gut. Bei dir? Ich bin parat, das heisst, der Hirschrücken ist noch nicht ganz nah, dem fehlen noch 5 Grad und dann bin ich parat. Also, das kommt zur Zackung. Beim Walter sind wir jetzt auch im Schlussspurt drin. Ja, 12 Minuten haben wir. 12 Minuten jetzt. 12 Minuten noch. Wir werden den vorspeismässig. Wie bist du dran, Hannes? Ich habe hier gerade etwas für die Leute zum Probieren. Ah, schon mal schauen, ob es fein ist. Brauchst du noch einen Teller zum Anrichten? Hast du dabei? Habe ich schon dort. Ja, ich bin fertig.
Schau jetzt, du, stiller Kocher. Das ist die Vorspeise vom Hannes Baume. Ja. Wow. Komm, wollen wir gleich mal schauen, ja, ob wir das mit einem Gäbeli essen? Oder gerade ja, so? Ja, voll, voll, gerade so. Gerade so? Ja. Wer hätte gern Hirsch? Das ist Reh. Reh, Reh, Reh. Hä? Da, das fröhliche Reh, heute noch im Wald gsi. Danke. Soli. Ah. Ja. Wer will noch ein Reh probieren? Ich mache den noch ein bisschen. Geht schon noch. Da. Gute. Es ist nicht, also es ist nicht heiß, wir nicht blasen. So. Leck, wunderbar. Und auch farblich eine wunderbare Kombination, Hannes. Danke. Auf das schaust du selber auch, das muss ja auch ein bisschen fürs Auge stimmen. Das Auge muss stimmen, ja, ja, klar. Bruno? Hammer, schau da, gut. Ganz Haufen. Ganz Haufen. Super. Da kannst du haben, was du willst. Wunderbar, perfekt. Solltige, perfekt, genau. Alles da. Ja. Alles Suppi, da. Danke für mal. Es gibt noch ein richtiges Müsterli fürs Publikum. Bruno, dein Fleisch. Ja, es kommt. Es der schreit jetzt zum Ofen aus. Ich tue anrichten. Schön. Du hast es alles in den Ofen getan, um es warm zu halten. Ja, und einfach noch ganz kurz, weil ich natürlich nicht alles allein kann. Im Restaurant würdest du natürlich auch den Teller vorher. Ja, daheim hätte ich eben noch ein bisschen Hilfe. Ja. Danke, dass du gerade abgeschleckt hast, kann ich in die Hände nehmen. Super. Ist gut gewesen. Ganz fein. Ganz fein. Noten von 1 bis 10. Könnt ihr nicht laufen. 9,5. Toll. Renners leer. Es war fein bei Ihnen. Ja. Super. Voilà. Also Hannes, du hast ganz klar bestanden. Herzlich willkommen. Bin so froh. So oder so. Voilà. Oh, der Bruno kommt ins Finale. Schau mal, das Gemüse ist schön diagonal angerichtet. Ah, bitte. Jetzt kommen die Spätzli. Lass jetzt mal, du machst jetzt das alles schön mit Besteck. Ja. Gell, in der Küche tun wir viel auch mit den Händen anrichten. Ja, ich darf da nicht laut sagen, aber es ist ja so. Ja, mit Händchen. Ja, das ist so. Das genau. Macht man so, geht zack, zack. Genau. Schau mal, wie schön. Du bist auch so ein einer mit dem Liebe zum Detail, Bruno? Ja, wenn ich Zeit habe, schon, ja. Walter, was ist da jetzt noch gekommen? Da machen wir eine Vanillesoße, die habe ich jetzt auch schon vorbereitet. Und die mache ich jetzt ein bisschen warm und dann servieren wir die dazu. Servieren. Und vielleicht müssen wir noch mit der Kamera mal ganz nah dran. Die Vanillesoße hat ja die schwarzen Pünktchen drin, also das ist echte Vanille. Ja. Richtig genau. Frisch gemacht. Genau. Was hast du alles in die Soße nie getan? Viel Rahm, Eier, ein bisschen Milch, Zucker und Vanille. Ich merke schon, du bist ein einer so mit der Liebe zum Detail. Ja, ich muss frisch sein. Toll, da macht Spass. So macht es Spass. Genau. Ich kann auch an dieser Stelle noch sagen, auch für Sie daheim am Fernsehen, Sie können alle die Rezepte, die wir jetzt hier kochen, auf regiolife.ch abladen. Und für alle Gäste, die hier sind, haben wir eine Broschüre bereits vorgedruckt. So sieht sie aus, wenn sie nicht in einer Hosensack war. Und hier haben wir alle Rezepte drauf und die dürfen Sie am Schluss von dieser Sendung hier natürlich mitnehmen. Daheim nachkochen. Da könnt ihr mal so richtige Spitzenkoche daheim ausprobieren. Und man sieht, es ist eigentlich, wenn man mal weiss wie, einfach. Koche muss nicht unbedingt kompliziert sein, Hannes. Bist du auch mit dabei? Nein, das wäre schlecht. Nein, nein, einfach. Das ist das, was passt. Wow. Bruno, du kleiner Gourmet. Schau mal. So. Ah. Nein. Das wäre der Hauptgang. Meine Damen und Herren, Achtung, der Hauptgang von Bruno Lustenberger. Nein, schau mal das an. Schau mal das an. Probier. Wow. So. Ich tue jetzt hier ein bisschen Müsterli anrichten. Ja, mach das. Wer will das allererst den Hauptgang probieren? Wer wegkommt? Kommen Sie? Ja, jetzt hast du schon gestreckt. Es ist schon zu spät. Wie heisst du? Elsia. Elsia? Ja. So, schau mal. Der Hirsch, hast du gerne Hirsch? Ja. Also, Messer und Gabel dürfen schon essen. Ich bin gespannt, was du sagst. Bruno, jetzt kommt die grosse Bewährungsprobe. Jawohl. Jetzt können wir schauen, wie viele Müsterli du noch machen darfst. Ah. Und reinbeissen. Zack. Mm. Oh, ein grosses Mmm. Ja. So, da hat die ein Müsterli. Ja, also, wir verteilen. Ja. Haben Sie das Gäbeli bekommen? Super. Du isst nur weiter, willkommen, gell? Lass es gut gehen da. Das aufdringliche Publikum, das hier vorne immer kommt, essen. Frische Beere. Frische Beere, ja. Die müssen wir garnieren.
Da hast du noch ein Büri mit. Nein, da habe ich einen Schoki-Stick drin, da tun wir dann mit dem Schoki. Auch selber gemacht? Nein, habe ich jetzt nicht selber aber gemacht. Aber du, ganz schön gemacht, ganz schön. Ja, das tun wir dann ein bisschen ausgarnieren, das auch noch ein bisschen. Und einen goldigen Teller. Ja. Edel. Genau. Edel. Bruno, ich mache Müsterli, der Hannes auch. Jetzt warten wir eigentlich nur noch aufs Dessert. Die haben noch ein bisschen, Die haben noch ein bisschen, ja. Die haben noch ein bisschen. Wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen? Kannst du dich noch erinnern an deine Lehrzeit, Walter? Ja, das ist vor der Lehrzeit hat angefangen. Weißt? Das hat der erste Bub in der Schule, wo ein Kochkurs gegangen ist, in der Kochschule. Ist das damals noch speziell gewesen? Ja, das war noch speziell gewesen. Wie haben die Leute so reagiert? Ja, das ist natürlich klar. Das war mehr vermeintlich gewesen, aber wir haben Freude gehabt. Wir haben Schnupperlehre gemacht und wirklich infiziert. Oder? Und dann weißt du daheim so gekocht? Bist du also der Mutter geholfen oder hast du selber Sachen gemacht? Ja, der Mutter geholfen natürlich ganz früher und dann anfangen selber ein bisschen kreieren, Kollegen eingeladen, und gekocht und probiert und gegessen. Und also dann wolltest du schon früher wollen Koch werden, nie so Träume gehabt, mal Pilot oder Lehrer nein, oder Chemiker, nicht so. Immer klar gewesen. Immer Koch. Ja, ja, ist ja gelungen, oder? Ja, oft schon. Bruno, wie ist es bei dir gegangen? Wie bist du zum Kochen gekommen? Ja. Auf Umwegen. Auf Umwegen? Ja, also hast du den Automech gelernt? Ja, fast. Nein, ja, ich eigentlich nach der Schule gar nicht gewusst, was ich machen wollte. Schon? Ja, ja. Und dann hat er hätte gesagt, so, Luc Bürsteli, jetzt lernst du zuerst mal Französisch und dann kannst du noch Englisch lernen und wenn du das gelernt hast, kannst du immer noch Koch lernen. Und so ist es dann gekommen. Dann kannst du perfekt Englisch. Ja. Hast du mit dem Hirsch noch in Französisch gelernt? Ja, genau. Hannes, wie bist du zum Kochen gekommen? Ja, ich wollte eigentlich Metzger lernen und dann hat der Doktor gesagt, jetzt sei der kalte Wärme. Effekt sind nicht so gut für mich, weil ich bin viel krank war als Kind. Ah. Das ist der Kochblut, aber dort ist der Koch in 50 Grad und der Tiefkühler 18 minus. Ja. Also, ich weiss nicht, ich habe viel studiert. Offenbar. Aber es ist gut gegangen, mal. Voll. Voll. Jeder kommt zu essen. Schau mal, schau mal die Menü. Ja, so ein bisschen über Grenzen in alles, bitte, Sali. Danke vielmals. Voilà, Sali. Danke. Jetzt. Schaut euch ja die Leute ein bisschen ehrfürchtig zu und es nimmt einem ja immer Wunder, was macht der Spitzenkoch anders wie der Laie? Was macht er anders? Was machst du anders? Du, vielleicht du hast daheim nicht so speziell anrichten, du hast vielleicht einfach auf den Teller und in der Gastronomie, wo wir sind, du hast vielleicht noch ein schön anrichten und musst einfach Freude haben. Halt. Haben die Leute manchmal ein bisschen zu wenig Mut, um etwas einfach mal zu probieren? Ich denke, ja, daheim haben sie vielleicht manchmal zu viel Mut und vielleicht sollte man einfach mal etwas probieren und dann etwas in die Hose geht, dann geht es in die Hose und dann macht man es noch einmal. Geht es bei uns auch, weißt du? Bei uns geht auch nicht mehr alles und dann macht man es noch mal. Ist das schon mal etwas abverheizt? Ja, schon manchmal. Wenn das letzte Mal? Du weißt, wenn ich ein neues Rezept ausschaffe, dann geht das von 10 Mal geht es vielleicht 5 Mal nicht gut. Was passiert dir falsch? Dass du vielleicht falsch zusammenmischst? Ich meine, etwas. Durch zu fest braten, so, das passiert dir eigentlich nicht mehr. Nein, da nicht, aber du hast vielleicht eine Idee, wo du etwas machen willst, ein spezielles Glacé, das du noch nie gemacht hast. Oder? Zum Beispiel ein Erdbeer Cheesecake Glacé, das ich mache. Da habe ich manchmal probiert, bis ich es so weit gehabt habe, wie es jetzt ist. Oder? Spannend. Also hier dazwischen, aber kann man die nehmen. Bruno, sag mal, wie ist das eigentlich bei dir, wenn du neue Sachen ausprobierst? Machst du das im Stillen? Nein. Wir machen das immer im Team. Immer im Team? Ja, du darfst neue Rezepte austesten. Ja, ich darf auch jeder so, mithelfen. Genau, ich bin nicht so der, der das Was ist eigentlich kann. So deine Lieblingsküche, wo du sagst, das ist meine Richtung? Ja, ich habe gerne ein gutes Stück Fleisch. Fleisch. Bin ganz ehrlich. Ja, alles andere ist Beilage. Stück Fleisch und schon Beilagen. Ja. Bin ein bisschen Gemüsetyp geworden. Ist wahr? Ja, bin gar kein Fan von Gemüse. Und jetzt mittlerweile also esse ich auch Gemüse. Ich esse sehr gerne Röseli. Wenn ich dürfte, würde ich schnell so eine Röseli bauen. Machst du das? Alti, kann ich dir da ein helfen? Da? Super. Ah, schau jetzt, Walter, dir hat er schon geholfen. Oh, super. Ja. Knackig dann noch. So. Sind wir da noch ein paar machen? Da? Du kannst nicht mehr hören, du bist ja voll im Saft. Ja, also, los jetzt, ist jemand genug da. Du kannst ganz so zurück ins Publikum, das haben wir dich gesehen, gell? Da kannst du noch ein bisschen mitnehmen. Aber es war gut. Gewesen. Toll, super. Spass gemacht. Gebt einen Applaus. Walter, wir warten aufs Dessert. Kommt. Ah. So ist Christmas. Wie viele Minuten noch? Schätzt du? 3 Minuten. Die 3 Minuten, die warten wir noch. Ja. Die warten wir noch. Ja, nehmen Sie noch eins. Selber essen macht fest. Ja. Hast du eigentlich den Leuten ein bisschen Maroni gegeben, Bruno? Nein, ich habe nur ein paar gemacht, aber
Ich kann hier schon noch zwei Dinge machen. Ja, ja, sicher. Kein Problem. Toll. Hey. Schau da die Fleischstücke, da könnte man eigentlich auch noch geben. Ja. Statt dass sie hier noch im Teller vor sich stehen. Ja, das ist eigentlich ein Schirling. Tust du eigentlich deine Messer? Hast du deine eigenen Messer in der Küche? Weil du sagst, du darfst keine anderen brauchen. Mal, du darfst schon jemand anderen brauchen. Aber ich habe die eigenen Messer. Das ist so. Bei uns haben eigentlich alle die eigenen Messer. Aber so kleinlich sind wir nicht. Wir gibt das Werkzeug aber nicht so gerne zu den Händen aus. Ja, also nicht zum Betrieb aus. Aber ja. Nein, innerhalb von der Küche. Also, das macht auch keinen Sinn, dass ein Lehrling gerade am Anfang alles zusammen kauft. Ja. Nodis noch lieber ein bisschen bessere Messer dafür. Nodis noch. Jetzt, wenn man auf eins Go-Mio-Punkte hat, ja, dann wird einem auch manchmal noch gesagt, oh, jetzt kommt noch Star-Allüren über. Was hast du gemacht, dass du auf dem Boden bleibst? Was soll ich sagen? Ich habe lang gearbeitet, bis der Betrieb gelaufen ist und dann bleibt man von selber am Boden. Nein. Ich habe das gar nicht gern. Das ist ihm gern. Es muss einfach bleiben. Man muss Spass haben im Shop. Das ist so. Wir wollen ja auch die Leute behalten, die man hat. Also wir haben einen gewissen Kollegenkreis. Es tut sich schon etwas ändern von dem her. Und es hat auch Leute, die das Gefühl haben, es ändere, wenn dann plötzlich überall halt gegessen wird und das etwas anders ist, weder vorhin. Und du hast vorhin gefragt an den Walti, was der Spitzenkoch ausmacht. Ja. Konstanz. Einfach Konstanz, dass man sagt, es soll immer gut sein. Nicht einfach nur jetzt eine Linie. Nicht einfach irgendwie zwischen die, ich weiss nicht, wie der Teufel, und macht dann wieder. Lieber ein kleines Segment ein bisschen tiefer ansetzen und dafür so kochen, dass es immer gleich ist. Hast du eigentlich auch einen eigenen Garten daheim, dass du gewisse Sachen selber anpflanzt? Ich habe einen Garten, aber nein, ich habe noch zwei Hunde, ich habe ein Ross, ich habe so viele andere Sachen, ich gehe auf die Jagd. Aber das Ross, das ist wirklich zum Goriten, das landet nicht auf dem Teller. Nein, das landet nicht auf dem Teller. Eben, nein. Das wäre schon noch ein. Kopf. Es kommt. Schau mal, die Beeren sind schon parat. Puderzucker, den tust du vorher drauf. Ein bisschen Puder da. Ja. Jetzt hast du hier noch Pistazien. Die Farbe, ein bisschen Kontrast. Schön. Wie ist jetzt das eigentlich, wenn wir jetzt eure drei Gänge nehmen? Dürfen wir die auch als ein Menü machen? Oder wie ist jetzt das Vorspeisen hauptsch? Wie beißt sich das ein bisschen, Bruno? Das ist gut. Ich habe gerade nicht zugelassen. Entschuldigung, ich bin hier gerade beschäftigt. Die drei Komponenten harmonieren die miteinander? Oder würdest du sagen, ja, gerade Vorspeise, Hauptspeise miteinander? Also das Menü, das können wir so lassen. Könntest du so servieren? So wie wir drei harmonieren miteinander, ist auch das Menü. Und zwar spontan. Voll. Ja. Also ich muss wirklich sagen, so drei tolle Köche, die wir heute hier haben, so sympathisch auf dem Boden geblieben. Gebt mal einen richtigen Applaus. Ja, drei. Ja. Danke. Und jetzt kommen wir ins grosse Finale. Alle Blicke sind auf den Walter gerichtet. Walter, du stürzt jetzt in flüssigen Schokokuchen. Du hast einen Spiegel gemacht. Ja. Und? Oh. Moment, wir können jetzt probieren. Schau mal. Du hättest eigentlich wollen, dass es steht, gell? Ja, 2 Minuten hätte er eigentlich stehen, aber er braucht wahrscheinlich da. Also, dann warten wir in 2 Minuten, aber probieren dürfen wir trotzdem probieren, schon. Ja, sicher, gell? Gut. Wow. Also, ich meine, es ist ja ein flüssiger Schokokuchen. Hast du auch uns auch versprochen? Jetzt brauche ich noch einen Löffel, den noch keiner abgeschleckt hat. Ja, wer will das Dessert probieren? Wie heisst du? Stefano. Voilà. Schön geniessen, gell? Nicht in einem Happen abschlingen. So, der Stefano setzt da. Was meinst du? Das ist fein. Das ist fein. Walter ist bestanden. Ist Applaus gut. Für den Walter. Super, danke. Ja, toll gemacht. Du kannst noch ein bisschen weiter essen. Mach nur, gehört dir. Oh, jetzt machst du einen zweiten Teller. Ah, einen zweiten Teller. Aber so hinten innen, Bruno, hat es Geschirrli. Einfach rausnehmen. Gut. Es hat ja, die hölzigen dort. Hast du da noch Bambusblättchen? Ja, ja. Hey, schau mal. Machen wir. Extra den Urwald abgeholzen, damit du hier da deinen Hirsch drauf tun kannst. Es ist schon eine sehr filigrane Sache. Du brauchst viel Fingerspitzengefühl. Genau. Weil du willst eigentlich, dass er flüssig bleibt und dann noch sollte er stehen. Also das ist hohe Kunst. He? Eigentlich hat er 12 Minuten, oder? Ja. Aber es kann vielleicht variieren, 1-2 Minuten für je nach Ofen. Also, ja. Aber bei mir hat es 12 Minuten und ist er eigentlich perfekt. Gut, also. Jetzt schauen wir noch einmal. Oh, aber schau mal, wie die schön rauskommen, die Küchen. Ich sehe einfach. Sind wir gespannt. So kannst du immer wieder probieren und kannst du sagen, jetzt lohne ich es noch ein bisschen länger. Kommt die Vanillesoße drauf. Voilà.
Jetzt kommen wir in den Schlussspurt rein. Jetzt sind wir gespannt. Hey! Wow! Schön! Schau mal! So, voilà. Und innen noch flüssig! Nein! Komm, dann gehen wir noch eins zeigen. Da müssen wir unsere Kamera zeigen. So, voilà. Das Dessert vom Walter Grob, der flüssige Schokokuchen. Wenn das kein Dessert ist. Hä? Toll! Walter, dann lassen wir gerade bei dir einen stehen. Irrsinnig! So, und damit sind wir eigentlich schon am Schluss von unserem Promi-to-Cook-Selektion angelangt. Noch einen herzlichen Dank. Hannes Baume beim Baume Wicke, Bruno Lustenberger, Kronen Arbig und der Walter Grob vom Federal Zofingen. Super gemacht. Und natürlich auch unserem Publikum einen ganz herzlichen Dank. Sie sind super gewesen, sie haben super mitgemacht und für Sie alle haben wir also das Rezeptbüchli parat. Das dürfen Sie beim Auslaufen mitnehmen. Aber zuerst sind Sie jetzt alle eingeladen, kommen führen, kommen essen und Ihnen daheim ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald wieder auf Ihrem Regio Live TV. Ade miteinander. Das ist Baltic-Fan. Das ist auch fein, weißt du? Das ist auch sehr fein. Das Reh ist extrem fein. Das Beste, was es gibt.